Hi Leute, ja, ich habe ja gesagt, ich will demnächst endlich wieder ein paar Produkttests machen von den ganzen Sachen, die sich jetzt aus den ganzen Regen-Boxen angesammelt haben. Und ja, heute habe ich ein kleines bisschen Zeit, deswegen mache ich mal was ganz Einfaches. Und zwar den Schokopudding, Schokoparadies-Pudding von Bio-Vegan. Mit Schokoraspeln, ohne zugesetzte Aromen. Und ja, ohne dass ich mir das jetzt noch genau angeguckt habe, muss ich sagen, also Bio-Vegan ist eine tolle Firma, aber im Endeffekt, ich meine, Schokoladenpudding ist eigentlich immer vegan, oder? Also schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich mich irre, aber ja, normalerweise ist es eigentlich immer vegan und da kann man ja auch die Bio-Puddings von kaufen und Schokoraspeln kann man einfach selber reinmachen. Ja, deswegen, ja, es ist halt ein Schokopudding, sagen wir so. Naja, Zutaten. Maisstärke, Kakao 16%, zartbitter Schokoladenkuvertüre geraspelt 10%, bestehend aus Kakaomasse, Vollrohrzucker, Rohrzucker, Kakaobutter, Emulgata, Sojalecithin und Steinsalz. Schokoladenparadiespudding, ein ganz besonderer Genuss. Bio-vegan Schokoladenparadiespudding entfaltet sein volles und natürliches Aroma durch extra viel echte zartbitter Schokoraspeln. Garniert mit bio-vegan Vanillesoßenzauber, fruchtigen Soßen oder einfach Schokolade pur ist er das ideale Dessert. Natürlich frei von künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern, Laktose und Gluten. Liebe, die man schmeckt. Ja, Zubereitung machen wir gleich. Käthes Rezepttipp. Füllen Sie den warmen Pudding in kleine rechteckige Gläser, lassen Sie den Pudding erkalten und stürzen Sie ihn auf einen Teller mit zartbitter Schokoraspeln und frischen Früchten garniert fertig. Käthe Hennecke, die gelernte Köchin und geprüfte Ernährungsberaterin, gründete mit ihrem Ehemann Klaus schon vor mehr als 25 Jahren Bio-Vegan und machte damit ihre Leidenschaft zum Beruf. Ihr Name steht für Nachhaltigkeit und Qualität, denn sie entwickelt alle Bio-Vegan Produkte und Rezepte selbst. Fragen, Wünsche und Anregungen schreiben Sie an ketebiovegan.de. Okay, das war jetzt allgemein. Was ich immer beim Problem mit Puddings habe, also ich esse ab und zu, habe ich echt mal Lust auf einen Schokoladenpudding oder Vanillepudding und koche mir dann auch mal einen. Und ich habe meistens halt diesen Soja-Reis-Drink zu Hause, weil die meisten Sojamilchsorten enthalten leider Zucker. Es gibt zwar auch ein paar ohne, aber die sind dann auch wiederum ganz schön teuer. Und ja, deswegen habe ich immer den Soja-Reis-Drink zu Hause und irgendwie scheint das mit Pudding und Reis-Drink, das verträgt sich nicht so wirklich. Hier steht jetzt, man soll einfach Pflanzendrink nehmen. Ja, mal gucken, wie das hier ist, ob das hier genauso ist. Irgendwie ist es meistens so, dass halt der Pudding gar nicht fest wird, sondern dass er einfach flüssig ist. Ist mir dann meistens auch irgendwie egal, dann trinke ich den halt. Aber halt richtig fest zum Stürzen habe ich den nicht hinbekommen. Oder kriege ich meistens nicht hin. Der bleibt auch flüssig, wenn er dann im Kühlschrank steht. Ja, deswegen bin ich gespannt, wie der hier wird. Ja, mal schauen. So, ich habe jetzt hier einen halben Liter Soja-Reis-Drink. Gebe jetzt einfach erstmal in den großen Topf hier rein. Mache ihn schon mal an. So, hier steht jetzt 6 Esslöffel von dem kalten Pflanzendrink abnehmen. Also so, wie man es im Grunde auch von anderen Puddings kennt. So, dann das Kakaopulver in die 6 Esslöffel Pflanzendrink rein. Außerdem 3 bis 4 Esslöffel Rohrzucker. Ihr hättet doch einfach Zucker schreiben können. Das ist ja interessant, dass sie gleich roher Zucker schreiben. Also das waren jetzt 6 Esslöffel und ehrlich gesagt war das, glaube ich, ein bisschen wenig. Nochmal 4 dazugegeben. Das war irgendwie ein bisschen wenig Flüssigkeit. Vielleicht haben sie da ja irgendwie größere Esslöffel oder so. Geben wir noch 2 dazu. Meistens mache ich das auch gar nicht mit den Esslöffeln, sondern schätze es einfach nur ab. Okay, dann erstmal warten, bis es jetzt kocht. So, die Sojamilch kocht, deswegen schalte ich jetzt den Herd auf kleine Stufe runter und gebe das Kakaopudding, also den Kakaopudding dazu. Das Kakaopuddingpulver, wollte ich sagen. Und circa eine Minute kochen steht er jetzt. So, das war eine Minute.
Also jetzt ab damit in die Schalen. Und das ist doch wirklich schon dick geworden. Nicht so wie bei den anderen Puddings, die ich sonst immer habe. Ja, wie ihr seht, die sind wirklich fest geworden. Also ist jetzt noch heiß natürlich. Ich glaube, wenn ich die jetzt wirklich kühl stelle, kann ich die auch wirklich stürzen. Ja, irgendwas machen die woanders als die anderen Puddinghersteller. Ja, keine Ahnung was. Sieht gut aus. Die werde ich mal in den Kühlschrank stellen. Ja, sieht wirklich top aus und wird jetzt sogar an der Oberfläche schon ein bisschen dick. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was die anderen Hersteller da anders machen. Dass es bei denen anscheinend nur mit Kuhmilch funktioniert. Naja, mal kosten. Ist natürlich auch heiß jetzt. Marmorpudding schmeckt sowieso am besten. Aber ich muss jetzt schon sagen, also ich nehme alles zurück. Es ist irgendwie wirklich nicht das Gleiche. Selbst die paar Bio-Puddings, die ich schon mal öfter gekauft habe, schmecken nicht so gut wie der hier. Auch nicht, wenn ich selber Schokoraspel reingemacht habe. Also die, wie hieß die nochmal? Käthe Hennicke. Also Kompliment an diesen schönen, für diesen schönen Schokoladenpudding. Wirklich super lecker. Ja, und was ich gut finde, ist, dass er auch genauso hergestellt wird wie die anderen Packungen, die ich so kenne. Denn ich habe auch mal eine gehabt, da musste man irgendwie ganz komisch irgendwie 350 Milliliter Flüssigkeit und dann irgendwie nur warm machen und dann kalt anrühren und so ganz, ganz seltsam. War ein bisschen komisch. Und da ist es halt, wie bei jeder anderen Tüte, immer 500 Milliliter, ein paar Esslöffel abnehmen und dann in die kochende Flüssigkeit geben. Was halt nicht gestimmt war das mit den 6 Esslöffeln Pflanzendrinks. Das hat nicht so ganz gereicht für die Packung, das war einfach nur ein Klumpen. Aber wie gesagt, das messe ich sowieso meistens nicht mit Esslöffeln ab. Meistens lasse ich dann so ein bisschen Pi mal Daumen im Becher drin und rühre dann daran den Schokopudding an. Ja, das funktioniert dann genauso. Ich hatte euch ja letztes Mal gefragt, ob ich irgendwie für das Bewertungssystem spezielle Punkte verwenden soll. Und ihr hattet halt, ich glaube einer von euch hatte vorgeschlagen, ich soll Tofus nehmen. Und ja, die Idee fand ich irgendwie cool. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ja, ich würde jetzt für die Zubereitung 9 von 10 Tofus vergeben. Halt, weil das mit den Esslöffeln nicht so ganz gestimmt hat. Und Geschmack würde ich sagen 10 von 10 Tofus. Das wird, glaube ich, eine seltene Wertung sein. Ja, vermute ich jetzt einfach mal. Aber ja, das hat mich jetzt wirklich überrascht, dass so ein einfacher Schokoladenpudding so gut schmecken kann. Also, ich esse eigentlich ziemlich gerne Pudding, habe ich ja schon gesagt. Aber, ja, ich habe noch nie so einen leckeren Pudding gegessen, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Und als ich das gekriegt habe, habe ich ja wirklich gedacht, naja, halt ein Schokopudding. So wie jeder andere auch, halt mit ein bisschen Schokoraspeln drin. Schmeckt garantiert genauso. Aber ja, habe mich wirklich überrascht. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Produkttest gefallen. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch versuchen, demnächst die anderen Produkte, die immer noch bei mir rumliegen, als Video nachzuholen. Und ja, jetzt gehe ich erstmal ein bisschen Pudding schlemmen und wir sehen uns dann beim nächsten Kochvideo. Tschüss. Ja Leute, ich nochmal. Ich habe jetzt den Pudding circa ja, so 5-6 Stunden im Kühlschrank gehabt und so sieht er jetzt aus. Also er ist überhaupt nicht fest geblieben, ist quasi wieder flüssig geworden. Und ja, das liegt wahrscheinlich nicht an dem Pudding, sondern wie schon gesagt an der Reismilch. Und ich weiß, ich hätte jetzt einfach Sojamilch nehmen können, aber ganz ehrlich, ich wollte das wirklich ausprobieren, ob das bei dem Pudding genauso war. Und der Unterschied war halt, dass der Pudding in diesem Fall am Anfang zumindest ein bisschen fester und cremiger war. Und nach einigem Stehen wurde er dann halt flüssig, genau wie halt die ganzen anderen Puddingpulver, wenn man sie mit Reismilch kocht. Ja, bei den anderen finde ich das nicht so schlimm, bei dem jetzt auch nicht, weil der war trotzdem super lecker und so weiter. Aber auf der Packung stand halt drauf,
dass man das mit Pflanzendrink oder Schrägstrich Milch, also Pflanzenmilch, kochen kann. Und bei den anderen finde ich es halt nicht so schlimm, weil die halt nicht auf Veganer spezialisiert sind. Also die machen halt Puddingpulver für Milch. Und da funktioniert es ja auch. Und mit Sojamilch auch. Und mit Wasser wahrscheinlich würde es auch funktionieren. Und Bio-Vegan ist halt eigentlich auf Veganer spezialisiert. Zumindest nach dem Firmennamen geurteilt. Und ja, da würde ich mir jetzt eigentlich wünschen, dass da stehen würde, Pflanzendrink benutzen, Vorsicht, mit Reismilch funktioniert es nicht oder so. Oder mit Soja-Reisdrink funktioniert es nicht. Ja, das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Aber, naja, trotzdem ein super leckerer Pudding. Ich habe ihn quasi so gegessen wie immer im Endeffekt. Ja, trotzdem super lecker, aber leider mit Reismilch viel zu flüssig. Naja, okay, dann bis zum nächsten Test. Tschüss.